Herzlich willkommen im SOS Kinderdorf Sachsen-Anhalt. Vielen Dank. Ein herzliches Willkommen. Wo? In unserem sozusagen neuen Haus, in unserem neuen Prunksaal, der es mal werden soll. Man kann die Konturen erkennen. Wir haben auch gedacht, das ist heute der richtige Rahmen, um ja, unseren Wintermarkt hier zu eröffnen. Deswegen auch der richtige Rahmen, weil ich möchte unseren Schirmherrn begrüßen, Eduard Prinz von Anhalt, der uns heute hier besucht und natürlich in diesen herrschaftlichen Hallen, ich sage mal, in 2 Jahren sieht es gar nicht anders aus, denke ich mal, ist das der richtige Rahmen. Prinz Eduard. Bleiben Sie bitte dabei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich bedanke mich bei der Stadt Bernburg auch und vor allem meinem guten alten Freund Wladimir Griniew und seiner wunderbaren, unglaublich tollen musikalischen Frau, die hier, wo ich schon Schirmherr war vorher, bei dem Bernburger Musikfestival, wenn man so sagen darf. Ja. Also stellvertretend, liebe Frau Schnellwelt, vielen herzlichen Dank für all die wunderbaren Mitarbeiter, die Sie haben hier. Und ja, es ist, ich glaube, es ist die richtige Zeit, wenn ich den Saal sehe, dass der erinnert mich auch an vor 30 Jahren an Wallenstedt, wo ich geboren wurde. Und das wird sicher mal wunderschön und ich hoffe, ich bin dann wieder eingeladen, wenn es... ja. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt auf die Vorstellung. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, auch im Namen meiner Ballenstädter Landsleute, wenn ich so sagen darf. Danke. Warum sind Sie überhaupt hier? Ja, weil mir Kinder sehr am Herzen liegen. Das ist aber auch schon genetisch, weil bei uns in der Familie waren ja Kinder immer sehr, sehr wichtig, weil sie die Nachfolge. Und so ist mein Haus, das Haus Askanien, 1000 Jahre alt geworden, weil wir immer wieder Kinder hatten. Und deswegen ist das schon eine ganz besonders wichtige Sache, Kinder auch immer wieder in der neuen Generation zu fördern. Und da ist das SOS Kinderdorf natürlich heute eine wunderbare Möglichkeit, das zu machen, wie man auch sieht. Was verbindet Sie denn mit dem SOS Kinderdorf? Ja, das SOS Kinderdorf verbinde ich natürlich die Beziehung zu Kindern. Und dann natürlich SOS Kinderdorf Sachsen-Anhalt ist natürlich das Anhalt auch sehr wichtig. Sie sind Kinder in Anhalt und die muss man fördern. Wie ist denn Ihr erster Eindruck hier im zukünftigen Bauprojekt im SOS Bernburg? Also ich finde es ganz wichtig, dass Kinder sich auch schon zeigen können, dass sie ihre, ja, ich meine, die wurden ja sicher auch ausgesucht und gefragt, willst du das machen? Und dann ein Kind zu sagen, ja, ich stelle mich da vor diese Zuschauer hin und spiele eine Rolle, ist ganz, ganz toll. Das ist... ist für die Zukunft und alles Selbstsicherheit und so weiter. Also in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, das kann man nicht oft genug machen. Und das war so schön heute, dass so viele Kinder zeigen konnten, was eigentlich in ihnen steckt. Thank you.
Ich meine, ich bin ja Schirmherr hier und hier tut sich ja auch was, auch rein baulich schon. Und es kommen Kinder und es gehen sich ja auch Kinder. Und ja, gerade in dieser Zeit der Unruhe in Europa ist das hier ein wunderbares Refugium für Kinder, in Ruhe, ungestört sich zu entwickeln, Schule zu machen und so weiter. Also das ist ein idealer Ort heute zu sein für mich. Und das in Anhalt, wenn man schon Anhalt heißt, ist das toll. Ja, in Bernburg bin ich natürlich öfters, aber hier an der Stelle ist das Kinderdorf, ist natürlich wichtig, Kinder kennen auch zu lernen, zu sehen, zu beobachten. Wie sind diese Kinder, wie sind die Betreuer? Ich meine, die Betreuer, die ich getroffen habe schon, haben mich sehr beeindruckt und auch die Freundlichkeit, dieses Positive, das ist so unglaublich wichtig und strahlt auf die Kinder über und wie man es gesehen hat, auch hier. Ja, das ist, die Kinder sind alle wunderbar sicher und man spürt, dass sie geliebt werden. Unser kleines Schauspiel, Schneewittchen, Mila Kunda. Prinz Lukas Sauter. Also die Erwartungen sind übertroffen. Es ist natürlich auch etwas, was hier noch alles in Bewegung ist. Rein baulich, aber auch in Kinderzusammenstellung und wie die Kinder sich hier treffen. Als wir darüber gesprochen haben vor 2 Jahren, war die Situation noch nicht so. Aber hier kann man wirklich sagen, es ist was Besseres kann Kindern nicht passieren, hierher zu kommen und ihren Frieden zu finden. Ja, ich kann Ihnen auf den Weg geben, dass Sie diese anderen Kinder kennenlernen. Es ist, wie man im Großen dann sagt, Ihr Network für später auch. Und die Mentalitäten aufeinander und auch großzügiger zu werden und andere Menschen zu akzeptieren, offen zu sein und so weiter. Das, glaube ich, lernt man hier dann besonders durch die verschiedenen Arten von Kindern. Und ja, also das ist ein ganz großer Vorteil, was leider sehr viel fehlt, auch gerade in unserer Zeit heute, nämlich Toleranz anderen gegenüber, den anderen sagen zu lassen und auch andere Meinungen. Ja, dieses Buch hat damit zu tun, dass es meine Kindheit beschreibt, die etwas sehr schwierig war, weil es auch mitten in Kriegszeiten war, in einer sehr, sehr schwierigen Atmosphäre. Mein Vater wurde verfolgt und er hat so gut es ging, wenn er dann da war mal, probiert uns diesen Druck zu nehmen. Und auch dieses, sagen wir mal, sehr unglückliche Umfeld von Erwachsenen, die sich ganz offensichtlich auch nicht gut waren. Und das spürt ein Kind. Ein Kind kriegt, man hat ja immer früher gesagt, ach, du bist so klein, du spürst, du weißt nicht, dass Krieg ist und dass der Vater eben an der Front gefallen ist und so weiter. Das ist nicht wahr. Die Kinder kriegen alles mit. Man weiß in der Zwischenzeit schon, im Mutterleib bekommt er mit. Und dem muss man Rechnung tragen. Und das habe ich hier probiert, auch aus meiner Jugend als Faszit zu zeigen, dass man nicht früh genug mit Kindern, mit voll entwickelten Persönlichkeiten umgeht. Die entwickeln sich natürlich noch, aber die Anlagen sind da und man muss das bedenken und sie für ernst nehmen, voll nehmen. Danke.